Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter Teil Mond in der Jungfrau. Hier steht, who bought the 4.5 trillion added in one year? Also das heißt, die USA haben es geschafft, innerhalb von einem Jahr 4.500 Milliarden, Entschuldigung, weil Trillion gilt ja in den USA, glaube ich, als die Billion, also 4.500 Milliarden Dollar Schulden sind in einem Jahr dazugekommen. Und hier wird die Frage gestellt, wer hat eigentlich diese Schulden aufgekauft? Denn immer mehr Investoren springen ab und jetzt kocht oder brät die USA, braten sie im eigenen Saft, sie schmoren im eigenen Saft, denn die Federal Reserve kauft jetzt quasi die Staatsanleihen. Großartig. Und gibt daher diese wunderbaren Luftdollar weiter. Wir waren ja, wie war das? Ich glaube, 50 Milliarden Dollar pro Tag wurden nachgedruckt. Also nachgedruckt, das geht sich gar nicht mehr aus, über den Computer einfach vermehrt. Also das bedeutet, es schaut nicht gut aus. Es schaut nicht gut aus. Schauen wir uns das Finanzsystem einmal schnell an. Spitze, zweites Haus in der Waage, Herrscher von 2 in 6. Im sechsten Haus bedeutet die Venus jetzt für mich nicht unbedingt einen Zusammenhang zu den kleinen Beamten, Exekutivbeamte etc., auch nicht die Arbeitsplätze, sondern es heißt für mich einfach nur Herrscher von 2 in 6, Krankheit. Das Finanzsystem ist wirklich krank und schaut mal, interessant, die Venus ist auch die Herrscherin des neunten Hauses und hier wird auf das ferne Ausland hingewiesen. Also Herrscher von 2 und Herrscher von 9 sind im sechsten Haus vereint und was haben wir hier noch? Wir haben den Mars als Herrscher des achten Hauses auch noch im Stier, im neunten Haus. Und ich sehe hier durchaus einen Zusammenhang zum Finanzsystem, weil, ihr wisst ja, ich spiegel über alles, mir ist das wurscht, und ich spiegle hier über 15 Grad wieder und sieh da, Timotheus, nein, nicht die Kraniche des Ibikus, sondern wir haben hier einen Spiegelpunkt zwischen Venus und Mars. Also das heißt, das Finanzsystem ist in einem massiven Sterbeprozess drinnen. Noch einmal, ihr wisst ja, ich rufe jedes Mal dazu auf. Vielleicht wirkt es und ich hoffe, es hat gewirkt, weil ihr seid das beste Publikum auf der Welt. Ihr seid klug, vorsichtig und wisst auch, was zu tun ist, wenn du Geld hast, ja, wenn noch irgendwo am Konto Geld herumlungert, also nicht die Mietzahlung, das nicht, ja, aber wenn irgendwo noch Geld übrig ist, dann bring's in Sicherheit, kauf dir etwas, was Freude macht oder Lebensmittelvorräte oder was auch immer. Ja. Aber in der Situation ist es jetzt sehr riskant. Also es schaut wirklich sehr, 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 sehr interessant aus. Sagen wir es mal so. Was auch spannend ist, die Sonne als Herrscherin des 12. Hauses befindet sich in den Fischen im 6. Haus. Aha, ist die Lüge auch schon krank? Kann durchaus sein, aber ich würde sagen, die Lüge bezieht sich, also das heißt ja die Sonne, ja, die Sonne hier lebt ja etwas auf, hier blüht ja etwas, hier entwickelt sich ja etwas zu absoluter Höchstkultur, das ist das Gesundheitsthema, das Gesundheitsthema. Wie wir das ja, glaube ich, schon vorhin, haben wir das schon vorhin gesprochen mit unserer, ich möchte mich hier nicht vordringen, ja, hatten wir ja schon mal, und auch hier unser unglaublicher, unfassbarer, also ich kann gar nichts, ich will auch gar nichts sagen, ja. Also das heißt, hier blüht es regelrecht auf und natürlich in den Fischen ist die Sonne grenzenlos. Also das heißt, die breitet sich da wunderschön aus. Und der Herrscher von 6, Krankheitsthema im 9. Haus, also das haben wir offensichtlich auf der ganzen Welt. Das ist ein Phänomen. Also alles ist konzertiert, scheinbar gleichzeitig am Werken. Weiter zum fünften und letzten Teil.